Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, es ist mal wieder Zeit für so einen kleinen Rundumschlag. Sachen, die mich nerven, die mir wirklich auf den Zünder gehen, positive Dinge. Das Ganze so ein bisschen resultiert aus Fragen, die ihr mir zugesendet habt, Anmerkungen, Kommentare, auch mal ja, Message über Instagram, wie auch immer. Und von daher dachte ich mir, bevor ich mir mal einen Wolf schreibe, ihr wisst, ich bin eher der Erzähler statt oder. Ich spreche lieber, als dass ich schreibe. Von daher dachte ich, mache ich mal ein Video, spreche mal so ein paar Themen an und bin jetzt schon super gespannt auf euer Feedback. Also dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, ich habe mir ein bisschen Themen für heute vorgenommen. Ich habe so einiges an Fragen bekommen, Anmerkungen bekommen. Und da dachte ich mir, das machen wir mal in Videoform, ist dann doch einfacher. Und eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist dieses ganze Thema, wie stehst du denn so zu YouTube und Instagram und so weiter? Und du bist ja da sehr aktiv und, und. Und ich würde mal sagen, das ist so eine, tja, das ist eine, so eine Hassliebe. Also die da herrscht. Und YouTube ist schon etwas, und das habe ich auch schon viele Monate bevor gesagt, wo ich mich lang oder wo ich tue mich da schwer, Inspiration zu finden. Also ich gucke zumindest im deutschsprachigen Raum, ehrlicherweise. Also ich gucke sehr, sehr viele ausländische Kanäle, wenn es um Fotografie, um Schwarz-Weiß-Fotografie geht, um Inspiration geht. Und ich finde, in der deutschen YouTube-Community, bis auf einige Ausnahmen natürlich, ist der Fokus sehr, 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 sehr technisch. Und ich habe das gerade die letzten Wochen gemerkt, das war auch ein Thema im Fotobuddies Podcast in einer der letzten Folgen, wo, und das geht mir auch wirklich auf den Zünder, dann kommt irgendein Filtersystem oder auch eine neue Kamera und dann gibt es ein Veröffentlichungsdatum, ab da ist ein 15 Videos, je nachdem wie viele von den Probanden man abonniert hat und alle erzählen das Gleiche. Alle erzählen das Gleiche, es ist halt ein Produkt, ich verstehe das, dass es einen Release-Termin gibt, ja, aber und das war auch interessant in dem Podcast, dass man da sagt, dann lasst doch die Leute frei selber entscheiden, wann sie das veröffentlichen, weil kann man das ernst nehmen als Kunde, als Interessent, wenn man 15 Videos auf einen Schlag kriegt und alle erzählen letztendlich das Gleiche zu einem Zeitpunkt? Das ist bei einer Kamera so und da ja momentan nicht nur, wenn es jetzt nur mal eine Kamera wäre, die alle 3 Jahre erneuert werden würde, okay. Aber gerade natürlich bei den Bemusterungen vieler Firmen, das nehmen dann natürlich auch viele wahr, ob es ist, manchmal hat man auch das Gefühl, ob sie es brauchen oder nicht. Dann kommt es halt in den Schrank, aber ich mache halt mal ein Video drüber. Ich versuche ja immer irgendwie Sachen vorzustellen, die ich wirklich benutze. Wenn ich an meine Black Mist Filter denke, die habe ich im Rahmen natürlich auch benutzt, der Nachtfotografie. Das Loop-Deck zum Beispiel von der Bildbearbeitung war ich schon lange scharf drauf. Und, aber hier kommt nicht wöchentlich irgendwas. Und das kann man ja wirklich nachvollziehen, wer kriegt was bemustert, darf es behalten, machen, muss ein Video machen und dann noch zu einem bestimmten Zeitraum. Das nervt mich mittlerweile maßlos. Und ich gucke mir das auch nicht an, weil, ja, ich kann das dann auch, weiß ich nicht. Also das beeinflusst mich nicht zum Kauf eines Produktes. Meine Meinung. Das Gleiche ist natürlich bei Kameras genauso. Okay, da sehe ich es, das ist vielleicht, ja, wie eine Autovorstellung, was ganz Besonderes. Okay, mag sein. Schreibt mal, was ihr darüber haltet. Guckt ihr euch solche Videos überhaupt an? Also schwierig. Und da habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr um die Fotografie, ein bisschen mehr um Fotos, um Kreativität würde allen, glaube ich, in Deutschland gut tun. Und ich freue mich ja sehr, dass es noch ein paar Probanden gibt, die sich hinsetzen und Bücher schreiben. Ihr wisst, ich gehe mit dem Thema auch seit einem Dreivierteljahr schwanger und habe ja da auch ein Angebot bekommen, eins zu schreiben. Aber es soll halt auch was Besonderes werden. Es soll sich nicht einreihen in ein Bücherregal, wo schon 15 ähnliche Bücher stehen. Es wird natürlich über die Schwarz-Weiß-Fotografie gehen. Es geht nicht um Street-Fotografie, es geht um die Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich bin da mit einigen Leuten gerade in Kontakt, weil ich möchte ja auch, dass das dufte wird.
Von daher toll, dass es noch Bücher gibt. Klar. Instagram ist, ja, ich glaube, kontaktmäßig kommt man nicht drum rum und da bin ich auch sehr dankbar. Viele Leute, die ich kennengelernt habe, die Freunde geworden sind, viele Dinge haben sich dadurch ergeben, ganz klar. Was die Bilder hochladen angeht, naja, okay. Ich bin ja nach wie vor, ich lösche da viel, ich will da natürlich ein Portfolio zeigen und aber nehme das da auch alles nicht so ernst. Du musst dir ja nur mal, ich sag mal, ein bestimmtes Thema, irgend so ein Reel mal 5 Sekunden angucken, dann wird dir das nonstop vorgeschlagen als Reel. Aber ich denke, da gibt es auch andere Plattformen. Ich möchte viel mehr über meine Homepage gehen und. Also Instagram schwierig, Vero, ja, ist schön, auf jeden Fall von der Qualität, Flickr 500px. Da gucke ich mir dann doch sehr, sehr viele Bilder in Ruhe an, aufgrund der Qualität und Auflösung. Aber tja, ob das alles so das Ziel ist, wenn man Fotografie betreibt, sei ja mal dahingestellt. Für mich ist halt mittlerweile wirklich wertvoller, wenn ich jetzt die Wahl hätte, 50.000 Abonnenten zu haben oder aber in renommierten Magazinen zu sein, würde ich wahrscheinlich das zweite wählen. Und da ist jetzt auch wieder was Neues gerade in der Mache, auch wo ich dann mich sehr darüber freue, was sehr umfangreich wird, was meine Arbeit und meine Person halt ein bisschen dann vorstellen wird. Das freut mich halt schon ungemein. Darüber hinaus, nächstes Jahr ist eine Ausstellung geplant, die ich alleine machen werde. Auch das freut mich halt und das ist für mich viel wert, nicht viel wertvoller, aber das ist natürlich dann schon etwas, worauf ich persönlich hinarbeite. Also solche Dinge zu machen. Klar, natürlich das Buch, Ausstellung, auch mal hier und da stattzufinden, wo man nicht so leicht reinkommt, sondern angefragt wird. Das sind natürlich schöne Sachen, die dann auch mich weiter motivieren, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Natürlich auch, und da bin nach wie vor sehr, sehr froh, dass hier dieser YouTube-Kanal, dieses Klein und Fein und euer Feedback und eure Kommentare, viele habe ich jetzt ja mittlerweile auch kennengelernt. Ich finde, wir haben ja schon so eine kleine Community gefunden, was total wertvoll ist. Und da nehme ich auch sehr, sehr viel Motivation mit raus. Und entschuldigt, ich würde viele Kommentare gerne viel umfangreicher beantworten. Das ist mir aber wirklich einfach nicht möglich. Aber seid gewiss, ich lese da alles. Und ihr motiviert mich da auch. Auch das Feedback zu den Podcast-Folgen jetzt. Sehr motivierend. Und das ist ja alles immer auch so ein Geben und Nehmen. Und auch mal ehrlicherweise jetzt mal ein Thema, was mich jetzt auch seit einigen Wochen beschäftigt, weil ich habe auch eins gelernt, jetzt so das letzte Jahr. Und da sind wir dann auch wieder in diesem Social Media Bereich. Wenn man wie ich und wie viele andere natürlich YouTube macht, dann hat man eine gewisse Reichweite. Und ich glaube, man wird auch gerne mal benutzt in Häkchen für bestimmte Dinge, die man dort vorstellt oder für die man wirbt, wo die Gegenseite dann die Hoffnung hat, dadurch kommen mehr Leute, beschäftigen sich mehr Leute damit und so weiter. Ich habe das aber jetzt mal eine ganze Zeit beobachtet für, kann ich ruhig sagen, Leute oder auch Zusammenschlüsse, für die ich Werbung gemacht habe, was da als Feedback mal zurückgekommen ist. Wie viele Leute davon liken denn auch nur ein Bild von mir? Kommentieren mal auf dem YouTube-Kanal was. Oder am besten noch teilen vielleicht auch mal etwas von meiner Arbeit. Das ist schon, wenn man sich das dann mal genau anguckt, sehr, sehr gering. Also, und da stelle ich mir natürlich mittlerweile, das soll jetzt auch nicht hochtrabend klingen, die Frage, ob ich denn überhaupt noch bereit bin, für andere was zu tun, die mich dafür benutzen, vielleicht bestimmte Ziele zu erreichen, wenn das nicht ein Geben und Nehmen ist. Also, ich mache das ja auch freiwillig. Und freue mich natürlich genauso, wenn dann mal andere vielleicht auch mal Dinge von mir teilen oder mal darauf aufmerksam machen und da passiert überhaupt nichts. Dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, ob ich das noch nötig habe, solche Dinge zu tun.
Aber das ist natürlich auch so ein Lernprozess. Und das ist schon spannend, wenn man das mal beobachtet über einen Zeitraum, was so das Geben und Nehmen ist. Also für mich ist das selbstverständlich, dass wenn jemand ein tolles Buch, deswegen gibt es diese Kategorie Lesestoff, dass ich mich hinsetze und sehr, sehr gerne, wenn mir das wirklich gefällt, das auch gerne präsentiere und zeige. Natürlich auch in der Hoffnung, dass derjenige davon ein bisschen was hat, weil er einfach, weil ich Respekt vor der Arbeit habe und auch Respekt davor habe, dass er sagt, okay, komm, zeig's einer breiteren Masse. Super. Aber das muss ein Geben und ein Nehmen sein. Und ich sag mal, mittlerweile gibt es natürlich jetzt, und ich werde mir sehr genau überlegen, also gerade in diesem und nächsten Jahr, weil da halt für mich persönlich ganz, ganz tolle Dinge anstehen, ob ich sowas überhaupt noch mache. Also nicht falsch verstehen, das soll nicht überheblich sein, aber es ist halt wirklich so mittlerweile, dass ich sag mal so, für mich persönlich diese Sachen sehr genau im Auge habe. Und auch Kontakte, die sich entwickelt haben durch die Fotografie, vielleicht ja auch nur entwickelt haben, weil ich YouTube mache. So sehe ich persönlich das, sehr genau im Auge behalte. Und Gott sei Dank jetzt ja selber durch meine Fotos, einfach durch meine Art der Fotografie, durch meine Bilder, durch meine Bildsprache, mir auch langsam aussuchen kann, was ich mache. Und von daher war das auch so eine Entwicklung, wo man so ein bisschen, ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch, ich, wie gesagt, respektiere immer die Arbeit von anderen, ich würde bewusst nichts schlecht machen. Wenn ich mal etwas habe, bin ehrlich, ich hatte jetzt ein Buch hier. Ich habe über dieses Buch kein Video gemacht, weil es wäre kein positives Video über das Buch geworden. Und ich habe dann mit dem Verlag gesprochen und habe denen das so geschrieben, habe das auch sehr ausführlich begründet und habe gesagt, ich werde kein Video über das Buch machen, um negativ drüber zu sprechen. Sowas ist halt nicht meine Art. Und das fanden sie sehr positiv. Das hat auch meine Position da vielleicht ein bisschen gestärkt, auch noch. Und genauso finde ich aber, muss das, wie gesagt, in vielen Bereichen, wie im täglichen Leben, wie in vielen privaten Bereichen, muss es einfach auch. Man muss das Gefühl haben, nicht ausgenutzt zu werden, so will ich es mal sagen. Und ich bin halt mittlerweile schon an so einem kleinen Punkt, wo ich so das Gefühl habe, dass das hier und da auch der Fall ist. Und da schiebe ich jetzt dann auch einen Riegel vor. Ja, ansonsten Ziele war auch so eine Frage, klar, mich weiterzuentwickeln durch meine Entscheidung, die ja nichts Neues ist, in der Schwarz-Weiß-Fotografie weiterzukommen. Das Buch ist ein Thema dieses Jahr, wo ich zumindest mal sagen will, okay, jetzt geht's los. Workshop ist ein Thema, was jetzt, wo die Termine demnächst auf meiner Homepage kommen. Es wird drei Workshop-Termine geben, einen Wolfsburg, Braunschweig und wahrscheinlich zwei Termine in Hamburg. Die stehen auch schon relativ fest. Das aber in Kürze dann, das werde ich ankündigen und da geht es dann auch auf meiner Homepage weiter. Ansonsten, ja, viel Feedback von euch kriegen, viel Motivation, viele neue auch Themen. Ich bin mal gespannt, was ihr zu der Thematik heute so sagt, ob ihr das nachvollziehen könnt. Und freue mich wirklich jetzt schon über das Feedback. Und ich weiß ja, ihr seid da sehr fleißig und könnt ja mal drunter schreiben, wie ihr das seht. Ja, es gab noch einige mehr Fragen, aber ich will es nicht zu lang werden lassen, dann mache ich lieber ein zweites Video mal. Und aber das brannte mir jetzt und das, ich denke, hat man auch ein bisschen gemerkt. Ich hoffe, ich habe es noch relativ human rübergebracht. Es gab schon Situationen in den letzten Monaten, Wochen, wo das Video anders wahrscheinlich geworden wäre, aber ehrlicherweise bin ich ja jemand, der sich zusammenreißen kann und der das große Wort Respekt über allem steht. Von daher trotzdem mal ehrlich meine Gedanken dazu. Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch was Schönes und bis bald. Tschüss.